französischen Komponisten Henri Dutilleux, heißt Trostpunkt für gelungene Sache. Es wurde anlässlich des 70. Geburtstags vom bedeutsamen Schweizer Dirigenten und Mäzen Paul Sache beauftragt, und zwar vom großen Cellisten Slava Rostropowitsch. Es basiert auf dem Buchstaben des Namens Sache, nämlich S, A, C, H, E und R. Wobei R von dem französischen Re, also D, entlehnt ist. Ich spiele kurz dieses Motiv. Die drei Sätze heißen Strophe, weil sie wie die Strophen eines Gedichtes durch eine gewisse Reimvorstellung miteinander in Beziehung stehen. Und so findet man das Motiv Sache in allen drei Sätzen wieder. Im ersten Satz klingt es ganz am Anfang, und zwar klingt es fragend, unsicher, zögerlich, als würde jemand den Namen Sache vorsichtig erkennen. Ich spiele kurz den Anfang. Im zweiten Satz klingt Sache ganz am Schluss. Zwar diesmal klingt es eher melancholisch oder gar resigniert. Und im dritten Satz gibt es eine Stelle, wo der Name Sache, man kann sagen, geschrien wird. Ich habe gerade drei Beispiele gegeben, aber wenn Sie genau zuhören, werden Sie bestimmt auch viel mehr Stellen finden, wo der Name Sache vorkommt oder angedeutet wird. Noch was Besonderes am Stück ist, dass die beiden tieferen Cello-Saiten umgestimmt werden. Und zwar G zu Fis und C zu G. Und somit bekommt das Cello eine ganz besondere Klangfarbe. Viel Vergnügen.
Herren am 5. Dezember 1997. Liebe Frau Brock, lieber Herr Brock, vielen Dank dafür. Ein ganz herzlichen Dank an Stiftungsrat der Internationalen Musikakademie mit Herrn Ottmar Hasler an der Spitze. Musikalisches Dank an alle Professorinnen und Professoren, an Korrepetitorinnen, die Sie heute gehört haben. Weiter herzlichen Dank an Team der Saal am Lindenplatz in Schann und an viele Helferinnen und Helfer, die Betrieb dieser Akademie aufrechterhalten. Sandra, am Evelyn, am Monika, am Intro, am Jonas, am Damian und an meinen Freund Janusz Horvat, der diese technische Seite dieses Abend ganz gut gestaltet hat. Am 16. April 2010 wurde eigentlich die Idee dieser Akademie geboren. Und ich habe anlässlich der Eröffnung der 5. Meisterkurse, damals der internationalen Meisterkurse der Gemeinnützigen Stiftung Musik und Jugend, Herr Professor Walter Deschperl gebeten, eine Ihnen allen bekannte Thema bzw. eine Variation von Beethoven über dieses Thema weiter bearbeiten. Und diese Bearbeitung werden Sie heute auch hier hören. Es kommen noch dazu 4 junge Geigerinnen und Geiger und ein Kontrabass. Denn Kontrabass ist ein nächstes Instrument an unserer Internationalen Akademie. Es spielen alle Studentinnen und Studenten, die im Programm erwähnt sind. Dazu kommen noch Marin Maras an Violine und Rafaela Rebecca Fahnen am Kontrabass. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Konzert.